Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja. Gut. Elia, die Erinnerung zurück. Yes, endlich. Sie kehrt aber trotzdem nicht in ihr Heimatdorf zurück von selbst. Ach, die kann man kaputt machen? Na dann wird's ja mal Zeit, das Ding auszutesten. Boah, sauberes Fabrikat. Gut. Aber, bevor ich zu der alten Granny gehe und ihr den kaputten alten Stab zeige, gehe ich lieber erst nach Hyrule zurück, um dort zu dieser Insektentante zu gehen. Wir hatten auch noch einen Zirkus, wo wir ein Herzteil bekommen könnten. Und hoffenweise Rubine. Aber vor allen Dingen Rubine. Also ich persönlich hoffe sehr stark, dass die irgendwas für uns hat. Ich meine, sie hat uns ja beim letzten Mal einen Brief geschickt. Ich bin aber nicht näher darauf eingegangen. Und zwar, weil ich den Tempel erstmal wichtiger fand. Wo wir schon bei Tempel sind. Ich glaube, ein paar davon werde ich auch nochmal besuchen. Einfach nur, um mir das Zeug zu holen, das drin steckt. Ja, die Stadt. Ein so schön heller Ort. Und Agnita ist, glaube ich, nach rechts da unten. Ich würde auf jeden Fall mal hingehen. Halt, stopp. Ja, genau, sie hat einen Stalker. Okay, sie ist zugegeben wohl ganz niedlich, so halbwegs. Aber auch irgendwo durchgeknallt, wenn sie Insekten sammelt. Von denen ich übrigens reichlich habe, glaube ich. Boah, es geht. Also ich habe 3 Pärchen und ich habe 5 Käfer davon noch nicht abgegeben. Also habe ich massig Geld zu verschenken. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Okay. Die männliche Ameise. Auf dem Friedhof von Kakariko gefunden. Aber du Ameise, männlich, bist du es wirklich? Ah, die Ameise. Sieht fast aus wie Mohn. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Ah, damit ist das Paar komplett. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Ich muss dir danken. Hier, nimm das für deine Mühen. Respekt, Madame. Noch 22 Insekten. Mit deiner Hilfe werden sie sicher alle bald hierher den Weg finden. Okay, gib mir nochmal 100. Okay. Männlicher Marienkäfer im Süden von Hyrule stattgefunden. Aber er war auch scheiße einzusammeln. Marienkäfer männlich, bist du es wirklich? Ah, der Marienkäfer. Wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Danke, ich bin so glücklich. Hier, nimm das. Okay, sie hat uns ihren Decken bereits gegeben. Noch 21 Insekten, oh Gott. Aber trotzdem. Ich drücke gerne ein paar ab, weil ich dafür so viel Kohle krieg. Und deswegen lohnt sich Insekten sammeln. So, so weiblich. Ja, hey, sie sagt genau dasselbe. Ah, das Paar ist komplett. Und ich krieg einen Rubin. Und ich krieg einen Orangen. Gut. Und das wären erstmal genug Rubine fürs Erste. Danke. Ich weiß, du hast noch welche. Ich kann und hol sie mir. Nicht. Das ist schon ein bisschen gruselig. Sie weiß, dass wir noch welche haben. Ja. Naja, mal schauen. Wo will ich jetzt nächstes hin? Ach ja. Ich wollte ja noch durch einige der alten Tempel rennen. Und durch die Dungeons. Zumindest durch die letzten beiden. Ich weiß todsicher, dass da ein paar Herzteile warten. Lass mal sehen.
Hier. Ich habe sowieso noch nicht die Schneepiste ausgetestet, die sie mir angepriesen haben. Also warum nicht mal gucken? Gut, werden wir mal Menschlein. Oh, WTF, da warten sie schon. Hey, lange nicht gesehen. Meine Frau ist auch wieder kerngesund. Und das Wetter ist toll. Hast du Lust auf eine Abfahrt? Wie wär's? Klar doch. Na los, bis zu meinem Haus um die Wette. Das würde jetzt nicht einfach ein Wettrennen, oder? Oh doch. Weh, das gibt kein Herzteil. Der fällt so leichtfüßig hin und her. Ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwie Geschwindigkeit mache. Ich werde dadurch vielleicht eher langsam. Kurve so eng schneiden wie möglich. Es gibt eigentlich nur eine Art und Weise, ihn zu überholen, nämlich mit der Abkürzung. Es gibt also eine klitzekleine Abkürzung hier. Link wird leider auch nicht wirklich schneller. Aus irgendeinem Grund. Na, ich werde die Abkürzung kriegen müssen, damit ich den Fettsack noch einhole. Und da kommt sie auch schon, meine liebe Abkürzung. Lalala. Ihr wisst ja, ich halte einen Backup-Spielstand, falls auf diesem hier irgendwas schief geht. Da habe ich übrigens herausgefunden, dass in diesem verlassenen Dorf, wo die Oma ist, noch ein Holzstein wartet. Da werde ich auch gleich hingehen. Und schon sollte er mich nicht mehr einholen können. Wehe, wenn er es doch tut. Nein! Oh! Nach links! Oh! No! Fuck! Hoffentlich fällt er hin. Ja, der fällt bestimmt nicht hin. Das ist so eine Scheiße. Das darf ich gleich bestimmt nochmal machen. Es ist Rennen, es ist Bullshit. Hey, wie ist die Frau so schnell wieder hingekommen? Aha, gewonnen! Was ist denn das für ein Gesicht? Kannst jederzeit eine Revanche haben. Klar doch, sofort. Wir werden hingeportet, das ist äußerst nett. Ja. Das geht ja super voran. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt noch schaffen. Fairen Vorsprung hat er ja. Um es mal fair auszudrücken. Okay, da komme ich jetzt schon nicht mehr hoch. Ach, ich kann nach vorne drücken, um schneller zu werden. Warum sagt mir das eigentlich niemand? Oh, da hole ich den Sack schon ein. Ja, yeah. Speedmodus. Ja. Yeah. Okay, jetzt wird die ganze Sache. Link, du Trottel, wir nehmen ja Kürzung oder auch nicht. Werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, so schnell wie ich jetzt fahren kann. Ich muss allerdings trotzdem aufpassen. Link neigt dazu, sehr gerne in die Seite zu gehen, in die er nicht soll. Aua! Ja, das war klar. Der ist viel zu fett. Boy. Da muss ich ihn überholen. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Nach links, nee! Trottel! Link ist scheiße zu kontrollieren auf dem Scheiß-Teil. Nochmal! Boah, beschissene Controls hier.
Hat er eigentlich einen Sattel auf seinem Kopf, mal im Ernst? Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Jetzt hänge ich schon auf den ersten 100 Metern ab. Das lasse ich mich doch nicht bieten hier. Boah, ey. Die Controls auf diesem Snowboard sind kacke. Ich kann glücklich damit sein, dass die Eisfledermäuse einen nicht erwischen hier. Ich springe immer an dem Baum vorbei, ne? Ich wollte jetzt eigentlich eher drauf landen. Okay. Und zack. So. Link lässt sich gerne zu was verleiten auf diesem Ding. Na. Puh, gerade noch rechtzeitig gemerkt. So. Und so. Der holt mich jetzt schon nicht mehr ein. Wenn ich gut fahre. Aber Steuerung ist beknackt. Einen Moment. Langsam merke ich es, wenn mein Rechner ein bisschen kacke bauen will. Weil der Ton nämlich dann irgendwie ein bisschen verkackt hier. Hahaha, 1,5 Minuten. Oh, ich hab verloren. Du bist ein Naturtalent, mein erster würdiger Gegner. Wenn du wieder Lust auf Rennen hast, komm zum Bergkipfel. Wie, nix? Sonic, deine bisherige Bestzeit liegt bei 1,27. Willst du einen Rekord aufstellen? Wird bestimmt ein nettes Rennen. Es macht auch einen großen Spaß. Beim nächsten Mal machen wir beide auch ein Wettrennen. Das stimmt nicht. Ich hole mir jetzt mein Herz halt ab und dann gehe ich wieder. Chaos! Gut, ich mach zuerst diese komische Eisfigur platt, bevor ich mich zum Herzteil wage. Au! Arschloch! Na toll, nochmal. Ja, wenn... Ach, stimmt, kann ich hier gar nicht... Ich kann die Kugel ja gar nicht hier einsetzen. Ich wollte mich gerade an den Schuh rächen, dass er mich aufgehalten hat. Na. Hi. Versuch Nummer 2. Diesmal schwinge ich von hier aus. Ist es denn die Möglichkeit? Möchte gern Speerkrieger, ist das. Und hopp. Na, hahaha. Ist das Arschloch. So, nochmal. Ja. Habe ich voll vergessen, er macht ja einen Schritt nach vorn dabei. So. Hopp. Okay, ein bisschen warten muss ich leider. Hier muss ich definitiv warten. Weil es uns einfach nicht hinhaut. Es haut uns einfach wirklich nicht hin. Das Ding muss nahezu stillstehen, damit es klappt. So.